Ich werde mein BMX-Bike in der gefährlichsten Stadt in Deutschland, da hinten am Hauptbahnhof, unangeschlossen abstellen. Und Henrik, der mich zuvor nach einem Foto gefragt hat, muss jetzt als Kameramann hinhalten. So, als nächstes suchen wir uns ein gutes Versteck, wo wir das Fahrrad im Auge haben. Und sobald jemand das Fahrrad klauen und losfahren möchte, bin ich mal gespannt, wie weit die Diebe kommen, weil die Räder locker geschraubt sind. Und da kommt die Security, aber ich glaube nicht, dass sie mein Fahrrad nehmen werden. Da kommt zwei. Naja, wird auch mal endlich Zeit, dass nach 10 Minuten auch die ersten mal mein unangeschlossenes Bike begutachten und sich sogar jetzt draufsetzen und losfahren? Was passiert? Er stellt's wieder zurück. Ja, entweder ehrliche Haut oder hat kein Interesse. Als ich dann nach 20 Minuten das soziale Experiment, weil mein Handy keinen Speicher mehr hatte, abbrechen wollte, kam wirklich noch jemand vorbei. Was denkt er? Wird das Fahrrad mitnehmen oder stehen lassen?